06TV wird Ihnen präsentiert von der LVM und ihren Vertrauensleuten. Zusammen für Preußen Münster. Sascha Heldmann, das Heimspiel gegen SV Lippstadt steht an. Tabellenzehnter, spielen aber eigentlich eine sehr, sehr gute Saison und wahrscheinlich auch für die Verhältnisse im Club so oder so seit Jahren eine sehr gute Rolle. Ja, das ist so. Sie sind immer stabil, sie suchen einen spielerischen Ansatz, haben auch schon lange, glaube ich, den Trainer. Da merkt man seine Handschrift. Und sie wollen uns wehtun, das ist sicher. Sie sagen sich ja immer alle, sie haben nichts zu verlieren, wenn sie hierher kommen. Und deshalb müssen wir da absolut auch auf uns schauen, müssen gucken, dass wir eine sehr gute Leistung zeigen, dominant spielen wollen, wie immer, und natürlich dann auch die 3 Punkte mitnehmen wollen. Wenn die letzten beiden Spiele, also das Heimspiel gegen Strahlen, vor allem die zweite Halbzeit und in Köln nochmal was gezeigt hat, dann ja auch eben, dass ihr auch bei 100% sein müsst, auch wenn man Tabellenführer ist und 8-mal gewonnen hat. Ja, und das beweist auch, dass wirklich jedes Spiel und jeder Sieg ein Ergebnis sehr harter Arbeit ist. Also es ist nicht selbstverständlich. Es ist kein Sieg selbstverständlich. Wir wissen, was wir tun müssen und wir wissen, was wir auch investieren müssen, um Spiele zu gewinnen. Auch wenn vielleicht der ein oder andere immer denkt, es ist so leicht, aber es ist nicht leicht. Und ich glaube, diese Siege jetzt gerade gegen Strahlen und auch gegen Köln haben uns gezeigt, dass wir bis zum Letzten alles raushauen müssen, um dann auch erfolgreich zu sein. Das ist ganz wichtig. Die Historie gegen Lippstadt zeigt vermeintlich das. Ihr habt 5-mal gewonnen und 1-mal unentschieden gespielt in den bisher 6 Spielen. Da sagt der Trainer dann aber, nichts ist selbstverständlich. Sage ich ja, nichts ist selbstverständlich. Lippstadt wird uns alles abverlangen. Wir wissen das. Wir müssen auf uns schauen. Jeder Spieler muss auf seine Leistung schauen. Dann wird die Mannschaft auch mit Sicherheit eine gute Leistung zeigen. Was ja zwangsläufig vor dem Spiel zum Thema wird, ist, wenn die Mittelfeldzentrale sich komplett verabschiedet mit einer Gelbsperre. Wie geht dir das an als Trainerteam? Ja, wir haben natürlich auch noch sehr gute Alternativen in der Mannschaft. Natürlich ist es so, dass die beiden uns fehlen, das ist klar. Trotzdem habe ich vollstes Vertrauen in unsere Truppe und die Jungs, die auf dem Platz stehen, werden alles geben.